Christine, ich muss wirklich sagen, Respekt, ja, für deine erste Sendung. Das war sicher auch für dich nicht ganz einfach, wie du das Ganze erfahren hast auch. Aber wie war's für, wie aufgeregt warst du auch? Ich war aufgeregt, definitiv, aber nicht so, dass es mich an irgendwas gehindert hat. Was ein bisschen schwierig wurde, kurz bevor ich die Treppe runtergegangen bin, waren meine eigenen Emotionen in der Hinsicht, dass ich sehr emotional berührt war. Auf einmal dieses Momentum, es geht los, die Musik, innen drinnen in mir so, oh mein Gott, das ist jetzt der Traum, den du dir so erhofft und gewünscht hast. Da habe ich echt mit meinen Tränen zu kämpfen gehabt, aber es ging, ich bin dann die Treppe runter und dann war es einfach wirklich nur noch Genuss. Ich kann mir vorstellen natürlich, dass die Familie zu Hause jetzt auch vom Fernseher sitzt und wahrscheinlich die SMS schon glühen und Christina, wow, super. Gibt es jetzt noch Momente, du als Moderator, du bist auch wahnsinnig jung, wo du sagst, das will ich auch noch machen, das würde ich auch gerne moderieren? Also so kurz nach dieser Show gibt es nichts, wo ich sagen kann, da will ich noch hin, das will ich noch machen, sondern ich genieße wirklich einfach den Moment. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass mir das Leben diese Chance gegeben hat. Und alles, was in den nächsten Jahren noch kommt, schauen wir mal. Wie lange hast du dich vorbereitet jetzt für die erste Show mit dem Klaus oder mit dem Klaus zusammen? Meine Mama, glaube ich, war viel nervöser als ich. Die hat nämlich eine Woche davor schon gefragt, Christina, hast du schon deinen Text bekommen? Hast du schon Infos bekommen? Ich so, na Mama, habe ich nicht. Auch 3 Tage davor noch nicht großartig viel gewusst. Erst am Mittwoch hatten wir dann so die erste Sitzung, wo wir unser Drehbuch für die Sendung besprochen haben. Dann gab es die ersten Proben. Also es war schon alles recht kurzfristig. Aber irgendwie hatte ich trotzdem ein gutes Gefühl und habe mich irgendwie nicht aus der Ruhe bringen lassen.